Ja, worum geht es beim Thema Landgrabbing? Also wichtig vielleicht nochmal, es geht um eine großflächige Landaneignung, insbesondere durch nationale und internationale Eliten, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten große, große Agrarflächen angeeignet haben. Dabei ist seit Beginn eigentlich ein Streit um diese Definition von Landgrabbing entbrannt. Also um welche Größenordnung geht es eigentlich? Ab wann kann man von Landgrabbing sprechen? Ist es legal oder illegal vonstatten gegangen? Und kann man bei legalen Landaufkäufen von riesigen Flächen auch von Landgrabbing sprechen? Und so weiter und so fort. Also viele Debatten und wichtig sicherlich auch nochmal internationale ja, Beobachtungen haben festgehalten, dass mindestens 70 Millionen Hektar Land in den letzten 20 Jahren transferiert worden sind auf diese Art und Weise. Es gibt sicherlich eine relativ große Dunkelziffer dabei auch. Für uns auch nochmal wichtig, dass es gerade um das Thema Privatisierung geht, also die Frage, wie öffentliche, staatliche, gemeinschaftliche Flächen tatsächlich auch privatisiert werden. Das betrifft ganz besonders auch arme, marginalisierte ländliche Gruppen. Deswegen ist es für uns ein besonders wichtiger Aspekt auch dieses Landgrabbings. Und zu guter Letzt noch mal kurz: Es geht vor allem darum, Agrarproduktion für die internationalen Agrarmärkte zu machen. Die lokale Ernährungssicherung spielt eine sehr, sehr geringe Rolle, bis keine Rolle bei diesen Investitionen. Das sieht man auch in dieser Grafik unten, wo man noch mal sieht, dass direkt für die Ernährung tatsächlich nur 8% der Flächen angedacht sind. Konsequenzen, menschenrechtliche Konsequenzen des Themas Landgrabbing sind vielfältig, aber vielleicht mal so zwei wichtige Kategorien. Zum einen geht es um die ganz direkte Vertreibung von Menschen. Hier sieht man, wie Menschen mit Bulldozern vertrieben werden, wie Häuser angezündet werden, aber auch Waffengewalt eingesetzt wird, wenn Menschen sich versuchen zu wehren, von ihrem Land zu verschwinden. Auf der anderen Seite, und ich denke, das ist von den betroffenen Zahlen her nochmal der größere Umfang, geht es tatsächlich um den Verlust von Zugang zu Wasser, Weideland, Ackerland, Wäldern. Hier sieht man beispielsweise in der Mitte einen Grenzstein für einen Gemeindewald. Also der Gemeindewald hätte dahinter anfangen müssen. Der ist aber gänzlich gerodet durch einen Investor, der Zuckerrohrmonokulturen in Kambodscha anbaut. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt bei diesem Landgrabbing ist natürlich die Frage unserer Mitverantwortung. Hier sieht man, dass wir aus Deutschland heraus auch einen gewaltigen Druck auf die Agrarflächen international ausüben. Dieser untere rote Balken, der kontinuierlich wächst, zeigt eben, wie viel wir virtuell sozusagen an zusätzlichen Flächen benötigen für unseren Konsum von agrarischen Produkten. Das sind knapp 7 Millionen Hektar Land zusätzlich. Das ist mehr als das Doppelte der aktuellen Ackerfläche hier in Deutschland, die Hälfte der aktuellen Ackerfläche hier in Deutschland, die ungefähr 12 Millionen Hektar beträgt. Und das ist eine Bilanz. Also das ist, da sind schon alle Exporte auch gegengerechnet. Also unser Druck international ist sehr groß, aber wir üben auch anderen Druck aus. Ich habe in dem Vortrag gestern mehrere verschiedene Mechanismen vorgestellt, über die Landgrabbing international auch durchgeführt wird. Und ein wichtiger Mechanismus ist die Finanzwelt. Ich wollte das jetzt exemplarisch auch nochmal hervorheben. Hier sieht man beispielsweise, wie die Pensionskasse der Ärzte in Westfalen-Lippe 100 Millionen Euro US-Dollar in einen globalen internationalen Landfonds investiert hat und der hat weltweit ungefähr 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt und dann eben weltweit Ackerflächen aufgekauft, auch und gerade in Brasilien. Und da in Brasilien hat dieser Doppelfonds mittlerweile ungefähr 350.000 Hektar Land aufgekauft, um großflächige Monokulturen, um eben auch die Pensionen unserer Ärzte hier zu sichern. Und das bringt mich zu dem zweiten wichtigen Punkt bei diesem Thema Finanzwelt. Deswegen müssen wir eben auch nicht nur auf das Thema, was wir hier in Deutschland sehr stark besprechen, also die Frage von Sojaimporten aus beispielsweise Brasilien von Sojamonokulturen, sondern wir müssen auch gucken, welche Rolle spielen wir eigentlich als Finanziers dieser Aktivitäten vor Ort? Und in der Tat ist es so, dass Europa der größte Finanzier von Soja- und Rindfleischproduktion in Brasilien ist, außerhalb Brasiliens. Also Europa spielt eine sehr wichtige Rolle. Hier unten sieht man auch nochmal, welche Auswirkungen sowas hat. Menschen, die sogar welche, die Landtitel haben, die ihr Land verlieren,
deren Häuser gewaltsam zerstört wurden. Die Frau kommt gerade von ihrem Acker zurück und sieht dann, dass ihr Haus zerstört wurde. Also brachiale und brutale Methoden spielen da teilweise eine Rolle. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage von Entwicklung. Es wird ja dann auch immer gesagt, diese Investitionen fördern Entwicklung. Damit kann tatsächlich im ländlichen Raum, im armen ländlichen Raum in vielen Ländern was passieren. Schaut man sich mal so ein Satellitenbild hier beispielsweise in Sambia an, sieht man auf der einen Seite diese Kreisbewässerungssysteme der großen Monokulturen und auf der anderen Seite eine sehr kleinteilige Struktur von bäuerlichen Siedlungen. Und hier auf dieser Seite mit den Kreisbewässerungssystemen kann man geschätzt ungefähr vielleicht auf dieser Fläche sagen, dass vielleicht 10 Menschen, vielleicht 20 Menschen beschäftigt sind. Auf der anderen Seite sind knapp 1000 Menschen, die von dieser Fläche leben. Also auch diese Idee, dass diese großflächigen industriellen Investitionen irgendwie Entwicklungschancen bieten, ist aus unserer Sicht völlig absurd. Wichtig für uns sozusagen als Fazit auch nochmal dieser Bewertungen. Es gibt eine Vielzahl von Akteuren, die sich am Landgrabbing beteiligen und auch nur durch eine Vielzahl von Akteuren wird das tatsächlich ermöglicht. Deswegen ist sozusagen auch diese Zuweisung, China sind die Bösen oder die USA sind die Bösen, oftmals sehr vereinfacht und es gibt oftmals eben eine ganz große Reihe an Akteuren, auch korrupte nationale Eliten, neben einem Akteur aus den USA beispielsweise noch wen aus Liechtenstein oder Luxemburg, also all diese Akteure spielen eine Rolle. Oft überlappen sich dann eben auch diese verschiedenen Mechanismen, oft wird Landgrabbing eben über komplexe Investmentnetze tatsächlich auch durchgeführt und als letzten Punkt, den ich ja gerade nochmal gesagt habe, diese doppelte Verantwortung, wir importieren nicht nur die Produkte, die Agrarprodukte, sondern wir finanzieren die Produktion auch. Ja, wenn es um die Menschenrechte geht, kann man sagen, dass Landgrabbing tatsächlich einen ganzen Blumenstrauß von Menschenrechten betrifft. Also ohne Land kein Recht auf Wohnen, kein Recht auf Nahrung, auch kein Recht auf Wasser. Das sind ganz zentrale Aspekte. Aber es gibt eben auch viele andere Menschenrechte, die beschnitten werden, wie beispielsweise das Recht auf Bildung, wenn du von deiner Schule abgeschnitten wirst oder wenn die Schule beispielsweise zerstört wird durch dieses Landgrabbing. Aber auch die Frage von kulturellen Leben und kulturellen Städten. Ich kenne beispielsweise eine wichtige kulturelle Stätte in Sambia oder in Kambodscha, die durch das Landgrabbing einfach der lokalen Bevölkerung nicht mehr zugänglich ist. Und das letzte Problem vielleicht noch, und damit bin ich dann sozusagen auch am Ende mit meiner Kurzzusammenfassung, ist die Frage von Sanktionierungen. Das ist eben ein großes Problem, dass bei der Frage von Menschenrechten eben internationale Sanktionierungsmechanismen bis heute sehr schwach sind. Wir uns sehr dafür einsetzen, dass die stärker werden. Ein kleiner Lichtblick ist beispielsweise, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes Zusatzprotokoll zum Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ratifiziert hat vor kurzem, vor wenigen Monaten. Und über dieses Zusatzprotokoll die Möglichkeit besteht, auch Beschwerden einzureichen bei dem Gremium, was zuständig ist bei den Vereinten Nationen für das Menschenrecht auf Nahrung und damit eben sozusagen ein weicher Rechtsweg oder Beschwerdeweg tatsächlich auch eröffnet wurde. Das sind sozusagen so kleine Lichtblicke, die ich zum Schluss noch mit auf den Weg geben will.